Stadt Heidelberg. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Der rote Faden der heutigen Konferenz, ich habe euch vorhin erzählt, die erste war annähernd agil und Verwaltung, passt das und wie passt das? Das zweite war Methoden und Anwendungsmöglichkeiten, was kann man denn faktisch wirklich machen? Heute sind wir besonders stolz, dass wir sehr viele Werkstattberichte haben, also Menschen, die das tun und die jetzt davon erzählen, was sie tun. Und da diesen Akzent setzt eben jetzt auch die Keynote. Wir zeigen euch, was schon gemacht wird. Guten Morgen zusammen. Es freut uns beide, dass wir hier eingeladen wurden. Wir möchten berichten, was wir in Heidelberg tun. Wir möchten euch das vorstellen, nicht mit dem Ansatz, so geht's, genau so müsst ihr es machen, sondern mit dem Ansatz, was machen wir in Heidelberg. Jede Stadt muss in irgendeiner Form selber ihren Weg finden. Ja, vielleicht stellen wir uns ganz kurz vor. Mein Name ist Christine Gebler. Ich bin seit 1.7. Abteilungsleiterin bei der Stadt Heidelberg für die Abteilung Strategische Personal- und Organisationsentwicklung. Und der Arbeitstitel dieser Verwaltung oder dieser Abteilung, so muss man sagen, und auch der Gesamtverwaltung ist agiles Arbeiten einzuführen. Und deswegen stehen wir wahrscheinlich heute hier. Mein Name ist Roland Haag. Ich bin Leiter des Personal- und Organisationsamtes bei der Stadt Heidelberg. Seit ca. 15 Jahren, war vorher sehr lang Leiter der Organisationsabteilung und in meinem Alter habe ich mich schon gefragt, ob das Thema für Menschen in meinem Alter das Richtige ist, aber es geht ja darum zu berichten, was wir tun und das können wir zusammen sehr gut. Könnt ihr ein bisschen lauter bitte? Ja, okay. Ja, wir versuchen es so besser. Alles klar. Dann fange ich schon an. Gut. Zunächst mal ein Überblick, über was wir Ihnen heute berichten. Ein paar Zahlen zu Heidelberg. Warum wollen wir agil werden? Mögliche Hinderungsgründe. Agilität in Verwaltungen, ein Paradoxum. Die Frage ist berechtigt. Wir haben dann aufgezeigt, warum haben wir eine eigene Abteilung für agiles Arbeiten. Wir berichten über erste Erfahrungen, über geplante nächste Schritte. Heidelberg ist eine Wohlfühlstadt. 98% unserer Bürgerinnen und Bürger fühlen sich wohl oder sehr wohl. Man lebt gut in Heidelberg. Heidelberg hat inzwischen 160.000 Einwohner. Ist eine Stadt, die sehr stark im Wachsen begriffen ist. In unserer Verwaltung arbeiten 2.700 Beschäftigte. Wir sind auch stolz darauf, dass inzwischen zeitlich 43% der Führungspositionen von Frauen besetzt ist. Das war vor 15 Jahren noch bei 19%. Wir haben die älteste Universität. Wir haben hier mal noch aufgeführt Beispiele der Bürgerbeteiligung, das wir seit 2012 haben. Und wir haben so Beteiligungsplattformen wie GZMEA, also Holding Oberbürgermeister. Warum wollen wir agil werden? Ich denke, das ist eine Frage, die ihr euch alle gestellt habt, sonst wärt ihr nicht hier. Das ist ein Bild von einer Führungsklausur im Jahr 2017. Führungskräfte spielen mit Lego. Der Verwaltungsalltag, auch in Heidelberg, ich bitte euch darauf zu achten, da ist ein Fragezeichen. Sie kennen, ihr kennt alle die Situation, alle rudern kräftig und so wirklich vorankommt man nicht. Wir haben in Heidelberg ein neuer Stadtteil entwickelt, die Bahnstadt. Dort leben schon 5000 Menschen, gibt viele Arbeitsplätze. Wir sind nach dem Zeitplan voraus. Aber wenn man so einen Stadtteil entwickelt, gucken Sie einfach mal das Boot an.
Da sitzt einer, das ist der Stadtplaner, dann sitzt einer, das ist der Verkehrsplaner, die Dame, das ist die Leiterin von unserem Umweltamt, dann gibt es jemanden, der ist für die Wirtschaftsförderung zuständig, im Rücken von dem sitzt jemand, der bezahlbarer Wohnraum schaffen soll, und dann gibt es noch den Kämmerer. Und jetzt stellt man fest, alle rudern kräftig, alle verfolgen ihre Ziele, aber man fragt sich, warum kommt man doch nicht so richtig voran. Die Frage lautet also, wie können wir bei komplexen Projekten effizient und gut zusammenarbeiten, erfolgreich zusammenarbeiten und Interessen von Bürgerinnen und Bürgern dabei auch nicht aus den Augen verlieren. Was sind Auslöser und Treiber dieser Entwicklung? Wir leben in einem Zeitalter der Globalisierung und es gibt natürlich Anforderungen, Ereignisse, Dinge von außen, auf die man reagieren muss. Das soll hier ein Beispiel sein, also die Umsetzung dieser 19 internationalen Nachhaltigkeitsziele. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern wird immer wichtiger. Wir haben in Heidelberg seit 2012 Leitlinien für mitgestaltende Bürgerbeteiligung. Das ist, denke ich, ein sehr erfolgreiches Projekt und es ist auch in Heidelberg, glaube ich, schon nicht mehr wegzudenken. Andere Ereignisse, die hier eine große Rolle spielen, die demografische Entwicklung und das Thema Digitalisierung. Und das waren Themen auf unserer Führungskräfteklausur im Sommer 2017. Und ich möchte mal sagen, es gibt nicht die agile Stadt und eine Stadt, die überhaupt nicht agil ist. Irgendwie ist jede Stadt schon mehr oder weniger agil. Und ich behaupte jetzt, in Heidelberg waren wir schon immer etwas agil. Ich möchte Ihnen mal eine Zeitung zeigen. Das ist eine Zeitung aus dem Jahr 1994. Damals haben wir die Bürgerämter neu konzipiert. Das soll sagen, also nicht nur auf ausgetretenen Pfade wandeln, sondern neue Pfade gehen. Das ist eine Karikatur, die ich irgendwo mal abgeguckt habe. Und als wir zum Beispiel damals die dezentralen Bürgerämter konzipiert haben, war das ein Weg, wo man noch nicht wusste, wo es hingeht. Und deshalb meine Behauptung, irgendwann waren wir doch schon in der Vergangenheit agil. Es gibt noch andere Beispiele, wir haben schon in den 90er Jahren im gewerblichen Bereich Betriebsstrukturen eingeführt mit Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter, Vergleiche mit der freien Wirtschaft. Also ein bisschen agil und kreativ waren wir vielleicht schon immer. Was jetzt aber interessant ist, in den letzten Jahren kann man sagen, gab es Ereignisse, wo wir festgestellt haben, wenn Druck besteht von außen, wenn Zeitdruck besteht, wenn man irgendein Ereignis lösen muss, dann ist eine Verwaltung plötzlich agil. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen. Ein Beispiel, davon waren Sie vermutlich alle betroffen, das Thema Flüchtlingskrise, jetzt in Anführungszeichen. Wir waren damit konfrontiert. Es standen am Wochenende Busse da, Züge da, mit sehr vielen Menschen. Wir hatten teilweise über 100 unbegleitete Minderjährige. Und das Team der Verwaltung musste jetzt Lösungen finden. Schnelle Lösungen, pragmatische Lösungen. Und es war erstaunlich, was alles ging. Also ich habe zum Beispiel mit 6 Ämtern irgendein Wohnhaus besichtigt. Und dann haben wir gesagt, in 6 Wochen sitzen hier 10, 12 Mitarbeiter, ein neues Team, die hier arbeiten. Und es ging vom Baubereich, von der IT, es funktionierte. Allen war klar, es muss funktionieren. Die Beschäftigten haben mitgezogen, wann alle gemerkt haben, jeder kümmert sich um das Thema und hilft. Ein zweites Beispiel, Heidelberg hatte royalen Besuch, also die von London, die, na, helft mir. Nee? Kate und William, ja. Mit einer kurzen Vorlaufzeit. In der Literatur der Königshäuser bin ich nicht so bewandert. Eher im Bundesliga-Fußball. Also Kate und William kamen, kurze Vorlaufzeit, riesen Andrang von Interessenten, also Besucher, Touristen.
ganz hohe Sicherheitsvorkehrungen, was da abging. Und in kürzester Zeit wusste man den Besuchstermin, was die alles tun, wo dann auf dem Neckar und ähnliches hinkriegen. Es hat funktioniert, es hat hervorragend funktioniert. Und da kann man dann sich doch fragen, warum ist das so? Also alle kannten das Ziel, alle hatten irgendwo den Eindruck, da gibt es jetzt keine Wahl. Man kann jetzt nicht darüber diskutieren, ob die kommen oder nicht. Und irgendwo hat es funktioniert. Jetzt haben wir es. Bei der Führungskräfteklausur im Jahr 2017 haben wir mal einfach, das ist ein Auszug, jetzt gesagt, ja, was wollen wir denn erreichen, um was geht es uns? Natürlich wollen wir eine lebenswerte, innovative Stadt sein. Wir wollen Trends, Wettewandel, Anforderungen meistern. Wir wollen eine attraktive Arbeitgeberin sein. Wir haben noch unsere Stelle alle besetzt. Heidelberg ist auch als Arbeitgeberin attraktiv, aber man muss sehr viel tun. Beispiele sei genannt jetzt im Bereich Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Karriere oder Ähnliches. Das ist eine Aufgabe, die uns sehr fordert. Wie gestaltet man die Organisationskultur, die Führung? Führung in einer agilen Verwaltung sieht ja anders aus. Komplexität, also komplexe Projekte bewältigen, das Silo-Denken überwinden, das waren so Dinge, und innovative Lösungen entwickeln. Und im Jahr 2017 haben wir dann gefragt, wo könnte die Federführung für das Thema agile Verwaltung, für die Implementierung dieses angesiedelt sein. Und wir haben eine sehr schlagkräftige Organisationsabteilung. Das ist ein tolles Team. Wir haben auch in der Politik einen sehr guten Ruf. Und das Problem, die Aufgabe dort anzusiedeln, war, die Arbeitsbelastung dort ist hoch. Und es war dann die Frage im Raum, gelingt es bei einer sehr hohen Arbeitsbelastung, sich so viel Zeit freizuschaufeln, die man braucht, um sowas umzusetzen. Und wir haben uns dann entschieden, eine neue Abteilung zu gründen. Diese Abteilung haben wir jetzt mal genannt strategische Personal- und Organisationsentwicklung. In dieser Abteilung haben wir zwei neue Stellen angesiedelt. Die Leiterin dieser neuen Abteilung ist die Christine Gebler. Die Frau Gebler konnten wir gewinnen. Sie war vorher in Mannheim, kann ich auch verraten. Und die Christine Gebler hat sehr große Erfahrung bei Change-Prozessen, bei Wissensmanagement oder auch beim Prozessmanagement. Und sie ist jetzt über ein halbes Jahr bei uns in Heidelberg. Wir sind froh, dass wir sie haben und ihr gefällt es einem, denke ich, auch ganz gut. Sie hat noch eine weitere Mitarbeiterin, also zwei Kräfte können sich für dieses Thema voll einsetzen. Und dann war noch die Überlegung, dass wir unser Team, welches für Außenfortbildung zuständig ist, das ist ein junges Team, ein sehr gutes Team auch, und Fortbildung und diese Aufgaben der Christine Gebler passen gut zusammen. Wir haben also dieses Team, diese Abteilung zugeordnet, und da geht es auch darum, dass man sich gegenseitig unterstützt. Was ganz wichtig ist, die Abteilung, die Organisationsabteilung, die in Heidelberg auch Personalwirtschaft und Personalentwicklung macht, und diese neue Abteilung, wo es um strategische Personal- und Organisationsentwicklung geht, also die Frau Ihrig, die die Organisation leitet, und die Christine Gebler, die müssen eng zusammenarbeiten, sonst ist der Erfolg nicht möglich. Und bis jetzt ist es das Fazit, dass es sehr gut gelingt, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und wenn ihr euch entscheidet, eine eigene Einheit für das Thema einzurichten, macht euch Gedanken darüber, wo sind brisante Schnittstellen, wo muss eine Zusammenarbeit hervorragend laufen. Das gilt natürlich auch zu dem Bereich IT,
weil das Thema Digitalisierung und agile Verwaltung sind ja auch nicht zu trennen. Das funktioniert sehr gut, aber ich möchte auf diese Problematik einfach hinweisen. Agilität in der Verwaltung, ein Paradoxum. Die Christine Gebler hat dieses Tier ausgewählt, also ein Chamäleon. Jetzt fragt man sich, wie kommt sie auf dieses Tier? Ist ja extrem langsam, denkt sie da an Beamte. Nein, macht sie nicht. Das ist aber ein Tier, wo sehr anpassungsfähig ist. Und Agilität beinhaltet ja Anpassungsfähigkeit. Es ist hochspezialisiert, hat also Augen, die in unterschiedliche Richtungen gucken können. Das bräuchte man als Chef manchmal auch. Und die vielen Farben dieses Tieres zeigen vielleicht auch die Vielfalt, die man in einer Verwaltung vorfindet. Deshalb dachten wir, es ist ein ganz gutes Synonym für eine agile Verwaltung. Wir haben jetzt mit Werte zu tun, der klassischen Verwaltung, und wir haben mit neuen Werten zu tun, haben wir jetzt hier mal genannt, agile Organisationen. Und jetzt konfrontieren Sie damit Führungskräfte, die so alt sind wie ich. Es gibt eine ganze Reihe von Führungskräften, die diesem Thema toll aufgeschlossen sind, aber das findet man natürlich nicht bei jedem und bei allen Personen. Und ich möchte Ihnen einfach mal aus meiner Erfahrung so ein paar, ich nenne es jetzt mal Thesen oder Aussagen, rüberbringen. Was grundsätzlich gilt, wenn Sie Veränderungen planen, erzeugt es Widerstände. Und man ist gut beraten, einfach mit Widerständen, Widerstände einzuplanen und vielleicht dazu hinterfragen, was sind die Ursachen. Vielleicht fehlende Informationen, fehlende Beteiligung oder ähnliches. Eine agile Verwaltung kann man nicht anordnen oder erzwingen. Man kann bestimmte Dinge in einer Verwaltung ändern, irgendein Kassenverfahren, irgendeinen Ablauf können Sie anordnen, aber Sie können nicht aus einer Verwaltung, die wenig agil ist, ein Top-Team, top-agiles Team machen. Sie müssen also die Menschen abholen, Sie müssen die Menschen gewinnen, Sie müssen die Menschen überzeugen. Bei dem Prozess kommt den Führungskräften eine besondere Rolle zu. Unser Ansatz ist, dass wir in der Breite viel informieren, viel weiterbilden, dass wir aber sehr intensiv und eng mit unseren Führungskräften arbeiten. Und bei den Führungskräften ist es ja so, wenn ihr dort den Eindruck erweckt, alles, was sie bisher getan haben, ist nichts, ihr müsst alles anders machen, dann ist es nicht zielführend und erfolgversprechend. Normalerweise kommt man auf Führungskräfte, die mit den klassischen bewährten Methoden, mit der Hierarchie, mit Spezialisierung, mit festen, klaren Strukturen, mit Weisungen und Ähnliches in der Vergangenheit ganz erfolgreich gearbeitet haben. Und denen zu sagen, war alles nichts, müsst ihr alles anders machen, ist nicht erfolgversprechend. Ich will es mal so vergleichen, wenn man einer Führungskraft sagt, ihr habt bisher einen Handwerkkasten gehabt, da war ein Hammer drin, da war eine Zange drin und ein Schraubenzieher und genau die Werkzeuge werdet ihr künftig gebrauchen, ihr werdet sie auch weiterhin einsetzen und ihr werdet sie erfolgreich einsetzen. Aber seid neugierig und seid offen, es gibt neue Werkzeuge, die zusätzlich euren Werkzeugkasten bereichern. Und ich denke, das ist ungefähr der Ansatz, wie man Führungskräfte erreicht, wie man sie versucht mitzunehmen. Und wie wir in Heidelberg aus den Startlöchern gekommen sind, wie wir hier vorgehen, das wird jetzt Christine Gebler euch sagen. Danke, Mark Forst. Kurze Umbaupause. Ich muss mir hier den Timer einstellen, damit ich die Zeit gut im Blick habe. Ja, bevor wir durch unsere einzelnen Aktivitäten gehen, also ich möchte gerne auf eine Reise mitnehmen oder vielleicht besser auf den Trimm-Dich-Pfad. Also ich glaube, so die Elternsemester, wobei ich glaube, im Wald, es gibt inzwischen wieder Trimm-Dich-Pfade, wo so verschiedene Stationen sind, wo man sich dann ganz agil bewegen kann und dann geht man weiter.
Also so eine kleine Reise machen wir jetzt gleich durch die Aktivitäten, die wir bei der Stadt Heidelberg haben. Und bevor wir da losgehen, möchte ich euch mal in die Cafeteria in Heidelberg mitnehmen und mal gucken, was da so alles geschwätzt wird im kurpfälzischen, badischen, schwäbischen. Also das ist fiktiv, aber es sind auch viele Fragen, die wir uns gestellt haben jetzt im letzten halben Jahr. Also überlegt haben, wie laufen wir denn mit diesen agilen Themen los? Wie schaffen wir es, Agilität bei der Stadt Heidelberg zu implementieren, einzuführen? Und das sind so mehrere Fragen aufgetaucht, an die ich ehrlich gesagt am Anfang überhaupt nicht gedacht habe. Nämlich zum Beispiel die Frage, wenn es heißt, die Verwaltung muss agiler werden, was heißt das eigentlich? Also in der Literatur, in der Beraterszene redet man ja immer von agiler Organisation. Ich bin der Meinung, ich bin der Überzeugung, es gibt keine einzige Organisation, die komplett agil ist. Und ich glaube auch, dass wir als Verwaltung sehr viel Ähnlichkeit haben mit großen Unternehmen. Ich glaube auch, die tun sich wahnsinnig schwer, aufgrund ihrer Strukturen Agilität einzuführen. Und insofern ist also die Frage, was bedeutet eigentlich Agilität und was bedeutet das für so einen Einführungsprozess? Ich weiß nicht, ob wir die Antwort geben können in diesem Vortrag, aber vielleicht ist es ja ein gutes Beispiel. Oder dann zum Beispiel eine ganz spannende Frage war, wenn wir jetzt so in Aktivitäten reingehen, wer möchte eigentlich, dass wir agiler werden? Da gibt es den OB, der sagt, ich möchte, dass ihr euer Silo-Denken überwindet. Ist der dann unser Auftraggeber für diesen Prozess oder für diese Einführung oder für die Beratung, die wir intern in den Dienststellen leisten, oder wer ist es denn eigentlich? Also ist ja kein abstrakter Mensch oder keine abstrakte Stelle. Oder dann eine andere Frage war, wann ist eigentlich ein Team ein agiles Team? Ich werde nachher ein Beispiel zeigen, wo wir so eine erste Erfahrung, nenne ich es mal, mit einem agilen Team gemacht haben. Und dann irgendwie gesehen haben, ups, da müssen wir, glaube ich, nochmal so ein bisschen, ich nenne es mal, nachsteuern. Oder eine vierte Frage ist, können eigentlich unlustige Themen, also die überhaupt keinen Spaß machen, mit Agilität oder agilen Methoden mehr Spaß machen? Komme ich nachher auch drauf. Und vielleicht nochmal, ich glaube, das ist eine zentrale Frage, da gehen wir auch nachher später noch drauf ein. Wie viel Information bekomme ich als Führungskraft eigentlich, wenn agil gearbeitet wird? Also wenn da so ein agiles Team unterwegs ist und ich bin die Führungskraft, die Ergebnisse zu verantworten hat. Ich habe noch ein paar andere Fragen auf der Folie bis hin zu da oben. Agile ist ja eh nur ein neuer Hype. Wir gucken später mal. Und ich fände auch spannend, heute im Laufe des Tages einfach nochmal in die Diskussion zu kommen, welche Erfahrungen ihr habt, wie das bei euch so läuft und vielleicht auch neue Erkenntnisse für unseren Prozess mitzunehmen. So, dann schauen wir mal, wie geht es denn? Ich weiß, das Amt für unlösbare Aufgaben ist hier. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir die Abteilung für lösbare Aufgaben sind, aber wir werden es gerne, ich sag's mal so. Vielleicht können wir zumindest auf dem Weg ein bisschen begleiten. Was ihr hier seht, ist mein Team in der Abteilung. Also wir arbeiten in der Abteilung mit einem Teamboard. Das hat jetzt schon irgendwie so 2, 3 Revisionen hinter sich, also das verändert sich ständig. Ich denke, wir sind da auch noch nicht am Ende. Und das hier sind 4 von meinen Kolleginnen und Kollegen, die in der Abteilung tätig sind, in der Aus- und Fortbildung und die mich uns wirklich gut unterstützen. So, wie sind wir vorgegangen? Ich glaube, das ist die spannendste Frage, wenn sich eine Organisation überlegt, wir wollen agil einführen. Wie mache ich das eigentlich? Und ich habe ja letzten Jahres im Juli angefangen und habe dann gemerkt, man könnte 1000 Sachen machen. Und die Frage ist ja dann, was von diesen 1000 Dingen oder Möglichkeiten, die man hat, Chancen hat, wie wähle ich das denn aus? Und ich habe dann überlegt, gemeinsam mit meinen Kolleginnen, also gerade mit Angelika Ihrig von der Organisationsabteilung, mit Roland Haag als Amtsleitung, dass wir uns zusammensetzen und ich habe es jetzt mal Arbeitstitel Strategieprozess genannt. Es ist aber eigentlich kein richtiger Strategieprozess, sehen wir auch gleich. Dass wir einfach gemeinsam überlegen, welche Felder können wir denn besetzen? Also vor allem auch relativ schnell. Was können wir vielleicht relativ schnell auch sichtbar machen? Und
wie wir vorgegangen sind, war so, dass wir uns nochmal diese Paradoxien bewusst gemacht haben, weil es genau das ist, was in den Köpfen von Führungskräften und Mitarbeitern abgeht. Also das heißt nicht jetzt so, am Anfang war ich glaube ich auch so ein bisschen drauf, ich komme jetzt, ich führe agil ein und das ist total klasse und das ist total geil, sorry für den Ausdruck. Aber so funktioniert es glaube ich nicht und es ist ganz wichtig, diese Skepsis, die kommt von Führungskräften vor allem auch aufzugreifen. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, wenn ich komme oder mit jemandem ein Gespräch habe oder so, dann steht bei mir auf der Stirn, ah ja, das ist die, die agil einführt und entsprechend Reaktionen habe ich auch mitbekommen von Kolleginnen und Kollegen, Führungskräften, auch in Seminaren entsprechendes Feedback. So, deswegen, wir haben wirklich ganz klassisch vielleicht auch analysiert, wo stehen wir denn, was ist schon agil in Heidelberg, also auch nicht so dieser Ansatz, jetzt kommen wir machen alles neu, was Roland Haag gerade schon gesagt hat, sondern auf was können wir denn aufbauen, was sind unsere Stärken in Heidelberg und was sind auf der anderen Seite, das sieht man dann ganz schön in dieser SWOT-Analyse, was sind denn Chancen, aber auch Risiken, also wenn wir so vorgehen, dann klappt es bestimmt nicht. Und haben dann darauf aufbauend, also ich lese jetzt die einzelnen Punkte nicht vor, wenn man so will, insgesamt 6 Handlungsfelder festgelegt, von denen wir glauben, dass wir damit eine große Chance haben, mit dem Thema agil langsam, schrittweise, aber vielleicht auch dauerhaft und nachhaltig einzusteigen. Und mir ist dann einfach auch nochmal bewusst geworden, dieses agil werden, also oder vielleicht agiler werden, so muss man es ja nennen, ist ein richtiger Change-Prozess, ganz klassisch. Also man hat es mit allen Reaktionen und Aktionen zu tun, wenn man so ein auch vielleicht in Anführungszeichen normales Change-Projekt einführt. Und auf der anderen Seite ist mir auch bewusst geworden, das werdet ihr da gleich sehen, auch dieser Change-Prozess an sich muss ja agil sein, sonst würden wir uns selber widersprechen. Da sage ich gleich auch nochmal einen Satz dazu. So, das sind unsere 6 Handlungsfelder, die wir definiert haben aufgrund dieses Workshops. Es waren insgesamt 3 Workshops, die wir gemacht haben. Und wenn man sich diese Handlungsfelder anguckt, ich habe sie mal mit dem Zeitraum hinterlegt, wo wir aktiv sein wollten, auch sind jetzt. Es sind unterschiedliche Ebenen, die wir da bedienen. Also das heißt, wir haben zum Beispiel links außen Projekte, wo wir ganz spezifisch mit agilen Methoden arbeiten oder begleiten. Wir haben, und da muss ich wirklich sagen, einen unglaublichen Glücksfall und mit Roland Haag eben auch jemand, der sofort so eine Chance beim Schopf ergreift, die Möglichkeit gehabt, im Rathaus Räume zu reservieren, zu nehmen, um Kreativräume, also regelrecht Kreativräume, wie man es sich vorstellt, auch nicht schlechter als bei SAP einzurichten. Da gab es dann zwar nochmal eine Veränderung, aber wir haben jetzt seit Dezember einen Raum, wo wir hingehen können, wo wir Workshops machen können und haben da alles zur Verfügung an Material, was es braucht. Also Magnetwände, Post-its in Massen, Stifte, Boards, also da ist alles vorhanden, was man für solche Dinge braucht. Und da gibt es auch noch eine weitere Entwicklung, die werde ich auch gleich noch zeigen. Dann, wir haben relativ schnell angefangen, für das Thema agil zu qualifizieren. Da haben wir mit Wolf Steinbrecher ein Seminar gemacht zum Thema Scrum, und zwar für die Menschen, die hier in diesen Projekten tätig sind und für die Abteilung Organisation. Und es wird weitergehen, zeige ich auch gleich noch. Dann haben wir sind jetzt in der unteren Reihe, und das sieht man, das sind jetzt die Aktivitäten, die wir in diesem Jahr vorhaben. Da geht es am 13. März weiter. Das ist für mich ein sehr, sehr großer Meilenstein, weil wir das erste Mal in einer sehr großen Runde ins Arbeiten gehen, was das Thema agil betrifft. Und zwar haben wir in unserem Prozess festgestellt, man muss an irgendeiner Stelle mal drüber reden, wenn es agile Projekte gibt, welche Rahmenbedingungen haben die, wie wird da mit Kommunikation, mit Entscheidungen umgegangen, wie wird so ein Team überhaupt besetzt und vor allem, welche Rolle haben die Führungskräfte in so einem Workshop? Und das wollen wir in diesem Workshop also regelrecht aushandeln. Und für mich war dann auch nochmal so ein, wenn man so will, eine große Erkenntnis, das Interesse an diesem Workshop ist doppelt so hoch, wie wir ursprünglich angenommen haben. Also wir dachten eigentlich, da kommen vielleicht so 40 Personen. Wir sind jetzt Stand gestern bei 77 Anmeldungen für diesen Workshop. Und zwar hälftig etwa Führungskräfte und Mitarbeiter, Stellvertreter von Führungskräften,
die in diesem Workshop dabei sein wollen. Dann haben wir natürlich das Thema Rolle und Haltung der Führungskräfte, zentrales Thema. Und zu guter Letzt wollen wir im zweiten Halbjahr 2019 ein agiles Netzwerk innerhalb der Verwaltung aufbauen. Da sind wir schon in der Konzeption, wird noch ein bisschen dauern, brauchen auch noch ein bisschen Zeit und es hängt ja auch davon ab, was da in den zwei Meilensteinen vorher erreicht wurde. So, und das gucken wir uns jetzt mal an. Also wir laufen jetzt, wenn man so will, durch diese 6 Trimdichtstationen durch, schauen mal genauer, was da so passiert und vielleicht auch ein bisschen mehr ins Detail. Ein Blick noch kurz zurück, bevor wir das machen. Was haben wir bisher gemacht? Da muss ich auch wirklich sagen, das große Glück war, als ich kam, dass schon sehr schnell 2 Projekte angelaufen sind, in denen ich eigentlich sofort drin war. Also es gab im Sommer 2018 den Kickoff für ein großes Projekt, das zeige ich auch gleich nochmal, wo es um Digitalisierung geht. Und ich erinnere mich noch an die Situation, ich saß mit dem Projektleiter, mit Manfred Deutz von der IT zusammen. Es war gefühlt so, wie wenn wir uns schon lange, lange kennen würden. Also wir sind eigentlich sofort in eine gute kollegiale Arbeit eingestiegen. Es gab Sitzungen, wo die Organisation auch mit dabei war, um dieses Projekt aufzusetzen. Und da wurde auch sehr, sehr schnell deutlich, also gerade was Roland Haag auch vorhin geschildert hat, diese Wichtigkeit, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, also dass Organisation und die Parallelabteilung, die für agiles Arbeiten verantwortlich ist, einfach sehr stark kooperieren, dass wir Dinge gemeinsam miteinander vorbereiten und dann eben auch gemeinsam oder immer, wenn einer von uns alleine unterwegs ist, eben auch mit der anderen Abteilung im Hintergrund bei den Terminen vertreten ist. So, und ihr seht jetzt hier, das sind so Dinge, wie die sich vielleicht teilweise selbst verstehen, also zum Beispiel die Info der obersten Führungsebene, das war so, denke ich, der erste Auftritt, offizielle Auftritt mit dem Thema. Es gibt in Heidelberg bei der Stadt ein Gremium, Montagmorgen, 8.30 Uhr jede Woche, die Verwaltungskonferenz, die wird vom Oberbürgermeister einberufen, gestaltet. Da sind alle Bürgermeister da, alle Amtsleiter. Und das ist für uns natürlich ein super Forum, um in sehr schnellen Zyklen alle auf der obersten Führungsebene informieren zu können. Und uns da teilweise, also das haben wir dann auch 2-3 Mal gemacht, uns da teilweise auch nochmal abzuholen. Zum einen also Informationen zu geben und auf der anderen Seite zu sehen, dass verstanden wird, dass das ein wichtiges Thema ist und dass auch die Wichtigkeit der Präsenz der Führungskräfte in den Veranstaltungen, die wir jetzt anbieten, wichtig ist und auch nochmal vor allem verbunden mit dem klaren Statement vom Oberbürgermeister, also der einfach dann auch immer wieder positiv betont, dass diese Veranstaltungen existenziell sind für diesen Prozess und dass ihm wichtig ist, dass da auch alle kommen oder eben einen Vertreter schicken. So, und es gibt natürlich so Dinge, die habe ich jetzt nicht gesondert erwähnt, also hier zum Beispiel die Information des Gesamtpersonalrats. Wir sind sehr kurz nach der ersten Information für die Führungskräfte natürlich mit dem Gesamtpersonalrat in die Informationen gegangen, also haben das ganze Gremium sehr, sehr ausführlich informiert und sind da einfach auch auf sehr offene Ohren gestoßen. Ich glaube, das ist auch ein Glück in Heidelberg, dass da sehr, sehr gut kooperiert wird. Das ist nicht in jeder Verwaltung so und ja, also da haben wir es einfach relativ gut, denke ich mal. So, jetzt gucken wir uns noch, bevor wir auch eben angucken, was hat uns denn oder was leitet uns denn, wenn wir so mit diesen ganzen Themen jetzt rausgehen. Da könnte man vielleicht wirklich sagen, das sind Strategien, die wir bei der Umsetzung zumindest also begleitend im Hinterkopf haben. Das eine ist, Thema ist, das wird Ihnen alles bekannt vorkommen, also das sind jetzt keine Dinge, die irgendwie neu sind, aber sie sind einfach sehr, sehr wichtig. Stichwort Information. Ich glaube, Information ist das A und O, dass die Menschen, die in der Organisation als Führungskräfte oder als Mitarbeiter, Beschäftigte, als Vertretung, Personalvertretung oder was es auch immer ist, einfach wissen, was läuft und Möglichkeiten haben, sich zu informieren. Dann das Thema im Gespräch sein. Ich habe auch jetzt immer noch wieder Termine mit Amtsleitungen, ich sage mal in einem kleinen Setting, also mit Stellvertreter, wo ich vorstelle, was haben wir vor, was ist Agilität eigentlich, auch das ist ja eigentlich noch nicht wirklich so richtig bekannt, auch wenn da eine große Info war,
aber dass man so im persönlichen Gespräch vielleicht auch drüber redet, wie können Sie sich vorstellen, in Ihrem Bereich mit agilen Methoden zum Beispiel einzusteigen. Und dann gibt es da unten, also ich gehe auch hier jetzt nochmal so eher global durch, ich glaube einfach wichtig ist nochmal Angebote anzubieten, wo man mitmachen kann, wo man sich beteiligen kann, wo man auch mal ausprobieren kann, wie ist das eigentlich, wie fühlt sich das an, wenn ich agil arbeite. Weil erstmal ist es ein abstrakter Begriff, es kann sich keiner was drunter vorstellen, aber wenn man beispielsweise einen Workshop macht, in dem dann agile Methoden verwendet werden, und das zeige ich auch gleich, dann weiß ich plötzlich, ah ja, da kann ich den Hammer eben für das oder jenes und die Zange für was anderes benutzen. So, unsere Handlungsfelder. Das erste waren ja diese Projekte. Wie gesagt, das Glück, wir haben in der Zeit, drittes Quartal 2018, zwei Projekte, oder eigentlich muss man sagen, drei Projekte am Start gehabt. Was man hier sieht, ist ein Foto aus dem Design Thinking Workshop bei SAP, und zwar für das Projekt Digitale Zukunftskommune, wo es darum geht, ein Bürgerportal zu entwickeln, wo Bürger Leistungen, also wie beispielsweise Ummeldung oder vielleicht perspektivisch dann auch mal einen Reisepass, digital zu beantragen, komplett digital abzuwickeln. Wir haben in diesem Workshop bei SAP drei Prototypen entwickelt, wie wir auch intern Mitarbeiter bei diesen digitalen Leistungen oder wenn die eben zum Beispiel als neue Mitarbeiter an einem Arbeitsplatz anfangen, wie die eine Unterstützung durch digitale Assistenten bekommen. Und der agile Werkzeugkasten, eine der Erkenntnisse auch, das war so in der Diskussion unserer Workshops, die wir hatten, ist, wir haben ja bisher unter Umständen in den Projekten mit klassischen Projektmanagement-Methoden gearbeitet. Da ist so der Kern dann, ich kann mehr oder weniger planbare Ergebnisse damit erreichen. Und wenn man das agile Vorgehen gegenüberstellt, dann bin ich ja dabei, iterativ, also in Zyklen vorzugehen, wo ich auch nicht jedes Mal weiß, was dabei rauskommt. Also ich habe vielleicht noch Meilensteine definiert, aber was dazwischen passiert und was in diesen Meilensteinen dann tatsächlich auch erarbeitet wurde, das weiß ich nicht wirklich. Und da ist auch schon nochmal die Frage, für welches Thema wähle ich denn welche Methode? Und ich glaube, man kann weder jetzt sagen, naja, die eine oder das andere ist das Richtige, sondern wahrscheinlich wird es einfach auch eine Mischung. Im Beraterjargon hybrides Projektmanagement wird Ihnen wahrscheinlich was sagen. Ich sehe schon die Augen rollen. Also das ist der Fachausdruck aus dem agilen, naja, sag mal Mindset, ist auch so ein Begriff. Aber es, da geht es einfach darum, ich glaube, eine gesunde Mischung aus bisherigen Methoden fürs Projektmanagement, wo ich mich einigermaßen drauf verlassen kann und vielleicht eben trotzdem an bestimmten Stellen zum Beispiel im Lauf eines Projekts einen Design Thinking Workshop zu machen, weil ich einfach damit vielleicht zu innovativeren Ergebnissen komme. Vielleicht ist es im Moment einfach das. Und ich glaube, da können wir einfach auch viel experimentieren. So, hier sind die Projekte nochmal im Überblick. Also das eine, da muss man eigentlich sagen, das ist wie so eine Plattform, Digitale Zukunftskommune, bw.de, Mesh. Da hat die Stadt Heidelberg Fördermittel vom Land gewonnen. Ja, gewonnen kann man schon sagen. Und da haben wir vier Teilprojekte, und in drei von diesen Teilprojekten, zumindest im Moment noch, arbeiten wir jetzt auch zusammen mit den Projektleitungen. Wir haben da Personas entwickelt, da sehen Sie nachher auch ein Ergebnis. Wir sind in einem Projekt dabei, ein Chatbot zu entwickeln für die Homepage für das Thema Ummelden. Und es wird jetzt demnächst noch einen Design Thinking Workshop in der Stadtbücherei geben, wo wir eben dieses mobile Medien-Digital-Labor entwickeln wollen. Und so geht es dann eben schrittweise weiter. Die Projekte sind auf 3 Jahre angelegt. So, und jetzt kommt eigentlich das Projekt noch PHV, PH Vision, was so unser Einstiegsprojekt war. Und da hat Roland Haag mir die Einladung, oder die Ausschreibung, muss man vielleicht eher sagen, des Oberbürgermeisters geschickt im Vorfeld, bevor ich in Heidelberg angefangen habe. Und dachte ich auch, super spannend, also das zu ermöglichen. Da hat der OB, bevor dieses Projekt aufgesetzt wurde, also ein Schreiben an die Mitarbeiterschaft gemacht und hat aufgerufen, sich zu bewerben, in diesem Team mitzuarbeiten. In diesem Projekt geht es darum, die größte Konversionsfläche in Heidelberg zu entwickeln und dann eben auch im Lauf der weiteren Jahre, Jahrzehnte zu bauen.
Das ist südlich, im südlichen Teil von Heidelberg, da waren die Amerikaner drauf, da ist im Moment noch das, oder soll das Ankunftszentrum, da ist man gerade so in der politischen Diskussion, was damit passiert. Ist, glaube ich, ziemlich bekannt auch durch die Flüchtlingskrise, wo eben die ganzen Flüchtlinge aufgelaufen sind. Und da wurde, und da sind wir bei der Frage, was ist eigentlich ein agiles Team, ein sogenanntes agiles Projektteam gebildet. Na, also die Idee war davon, dass man sagt, okay, da müssen die Fachleute rein und es können aber auch Mitarbeiter rein, die eben mit dem Thema an und für sich überhaupt nichts zu tun haben, sondern vielleicht in der Rolle des Bürgers als Externer, als, weiß nicht, Kindertagesstätten-Nutzerin in diesem Projekt mitzuwirken, mitzuarbeiten. Und dieses Projekt oder die Projektleitung, die beraten da auch methodisch bei der Durchführung dieses Projekts. Und da kam zum Beispiel auch diese Diskussion noch, was ist denn eigentlich ein agiles Team, wie gehen Führungskräfte damit um, dass da Mitarbeiter Entscheidungen treffen im Team und sie kriegen womöglich im Fachamt nichts von diesen Entscheidungen mit oder werden zu spät gefragt. Also da sind so gleich die ganzen Themen hochgepoppt, die man mit dem Thema haben kann. So, Handlungsfeld 2, auch noch Projekte. Problemlösungen sehr, sehr schnell angehen. Also was man hier sieht, ist ein Bild aus einem Workshop, den wir Ende Januar hatten. Ich würde jetzt mit meiner Vergangenheit als Prozessoptimiererin, Lean-Managerin sagen, klassischer KVP-Workshop, KVP-kontinuierliche Verbesserung. Was mir wichtig war, wir hatten ein Thema, das ist dann auch in der Politik im Stadtteil hochgekommen. Der OB hat damit zu tun gehabt. Also ein schwieriges Thema, das seit 2 Jahren schon schwelte. Und habe den Vorschlag gemacht, das schnell auf die Schiene zu setzen und zwar mit so einem Team, das sehr schnell, sehr kompakt in 2 Tagen das Thema aufarbeitet und Lösungsvorschläge macht. Also das war das Ziel und da wurde mir auch nochmal bewusst und es war dann auch die Rückmeldung von einer der Führungskräfte, die von diesem Thema betroffen ist, der Amtsleiter im Verkehrsamt, der dann hinterher gesagt hat, also die Ergebnisse gesehen hat, eigentlich ist mir das wurscht, wie das heißt, ob das agil ist oder nicht. Es war klasse, weil jetzt haben wir endlich das Thema auf der Schiene. Und ich habe ihn so verstanden, wie wenn er wirklich noch nie so eine Aufarbeitung von einem Thema innerhalb so kurzer Zeit und aber auf der anderen Seite so komplett erlebt hat. Und ich höre jetzt auch von den Kollegen, die da tätig sind, dass es weitergeht. Wir haben Ende April noch einen Workshop-Tag, um die Umsetzung komplett zu machen. Und dann, denke ich, haben wir mit dem Projekt eine gute, schnelle Lösung für ein Thema, was die Kollegen, glaube ich, relativ lange auch unzufrieden gemacht hat. So, hier sieht man nochmal ein paar Ausschnitte. Das Thema war Abschleppmaßnahmen verkehrswidrig geparkter Kfz. Also ich kann Sie nur warnen, in Heidelberg, wenn Sie nach Heidelberg kommen, als Tourist oder Besucher, ich sag mal so, ab Frühsommer irgendwie auf der Straße noch verkehrswidrig zu parken, weil wenn das Thema auf der Schiene ist, dann wird es richtig teuer. So, zweites Handlungsfeld, schon angesprochen, Kreativräume. Ich habe erzählt, wir haben, und Roland Haag hat sofort die Hand draufgelegt, im Rathaus glücklicherweise 2 Räume zur Verfügung gestellt gekriegt, um die für Kreativworkshops einzurichten. Das haben wir gemacht, beziehungsweise haben damit angefangen. Und dann hat sich halt auch ganz agil ergeben, dass es mit der Raumsituation alles nochmal irgendwie durchwechselt. Und jetzt hat sich ergeben, dass wir als komplette Abteilung ins Erdgeschoss umziehen können. Das heißt, nicht nur im Erdgeschoss noch einen Kreativraum einrichten, sondern mit unserer kompletten Abteilung auf eine große Fläche von 200 Quadratmetern zu wechseln und da wirklich New Work-mäßig unsere Arbeitsplätze, kann man vielleicht eher sagen, einzurichten. Und also wirklich so eine kreative Zone im Rathaus, da wird sich das Amt für unlösbare Aufgaben, glaube ich, ziemlich freuen, einzurichten. So, also das heißt, unser Thema authentisch zu leben. Wir haben noch einen dritten oder einen zweiten Raum, so muss man sagen, in der Geisbergstraße. Das ist so ein bisschen das technische Rathaus. Das sieht man hier ein Foto von der Einrichtung, wo wir schon arbeiten können. So, drittes Handlungsfeld, Qualifizierung mit agilen Methoden. Was man hier sieht, ist das Ergebnis unserer entwickelten Personas für die Digitallotsen und aber auch für dieses Bürgerportal. Und jetzt sitze ich natürlich
als Abteilungsleiterin mit der Aus- und Fortbildung an der Quelle. Also das heißt, wir haben, zeige ich gleich mal, im neuen Fortbildungsprogramm, das antizyklisch läuft, kommt jetzt neu im März, April 2019 raus fürs nächste Jahr. So nach dem Motto, jeden Monat eine agile Veranstaltung querbeet durch den agilen Gemüsegarten, Fortbildung, Praxistransfer, Vorträge und so weiter angeboten. Handlungsfeld 4, Spielräume für agiles Arbeiten. Das ist unser Workshop am 13.03. Wir sind im Moment dabei, das vorzubereiten. In diesem Workshop wird es darum gehen, also rund um das Thema Haltung und Spielregeln, also welche gelten eigentlich für das agile Arbeiten, zu diskutieren, welche Rollen bedeutet das für Führungskräfte, wie setzen sich solche Teams zusammen, was sind Kriterien, die agil bearbeitet werden, oder gerade Kriterien zu finden, wie Themen agil bearbeitet werden können, wie gehen wir mit Fehlern, Experimenten um. Und dazu soll dieser Workshop dienen. Und dieser Workshop ist gleichzeitig mit seinem Ergebnis dann der Input für die Führungsklausur im Mai, also das heißt die Fortsetzung von dem, was Fräulein Tag vorgestellt hat. Also das heißt, da geht es jetzt wirklich für die Führungskräfte dran, sich mit den Ergebnissen nochmal auseinanderzusetzen und vielleicht auch so, ich nenne das bei mir als Arbeitstitel immer mal wieder Heidelberger Manifest für agiles Arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das so nennen darf, aber so ist irgendwas in der Art wird es wahrscheinlich werden. Hier vorne übrigens unser OB Eckhard Würzner. Also dass wir einfach dann irgendwie allen auch ein Stück weit Sicherheit geben können. Ich glaube, das ist wichtig, Sicherheit für Führungskräfte, wenn ich so ein Thema reingebe in ein Team, auf was kann ich mich dann aber auf der anderen Seite auch verlassen. Ich glaube, das braucht auch für die Teams, welchen Spielraum haben die. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und wir haben natürlich auch in diesem Fortbildungsprogramm einige Veranstaltungen für die Führungsebene mit drin, damit die Möglichkeit haben, in ihrem Kreis auch zu gucken, was ist das für ein Thema eigentlich und was gehört dazu. So, letztes Handlungsfeld, agiles Netzwerk, kommt im zweiten Halbjahr 2019. Das ist ein Bild aus dem Workshop und es ist eher symbolisch gemeint. Es sind ein paar Bäume hier, die sich in den Wurzeln, ich weiß nicht, wer von Ihnen Wohlleben gelesen hat, also es ist ja ein Netzwerk, die kommunizieren miteinander, also über die Wurzeln miteinander kommunizieren. Die einzelnen Äste sind vielleicht einzelne Dienststellen, da sind Kontakte mit den Bürgern, mit Unternehmen, mit unseren Partnern und da wird es immer wieder Spielräume geben, wo man agil arbeiten kann. Und das wird einfach unser Thema sein. Und da haben wir noch eine große Gruppe, nämlich, wenn Sie sich erinnern, die Mitarbeiter in dieser Projektgruppe PHV. Da war eine ganze große Anzahl von Mitarbeitern, die sich auch interessiert hatten für diese Projektgruppe, die aber nicht zum Zug kamen. Und das sind so, wenn man so will, meine oder unsere ersten Ansprechpartner für agiles Arbeiten. Mit denen haben wir so eine Abfrage gemacht. Welche Ideen habt ihr denn? Wo könntet ihr euch, möchtet ihr euch engagieren? Und ja, das ist einfach eine große Zielgruppe, wo wir viele Ideen generieren können, mit denen wir zusammenarbeiten möchten. So, und zu guter Letzt vielleicht noch ein begleitendes Handlungsfeld. Das ist die Heinz. Also wir haben jetzt Ende Januar so eine Doppelseite zum Thema agil arbeiten gemacht, um eben breit auch zu informieren. Wir haben ein paar Exemplare mitgebracht. Und wenn Sie eine mitnehmen wollen, Heinz ist die interne Mitarbeiterzeitung der Stadt Heidelberg, dann gerne hier vorne bei uns. So, unsere bisherigen Erfahrungen. Ich habe jetzt viel schon so im Lauf des Vortrags dazu erzählt. Roland Haag hat einige Erfahrungen auch nochmal berichtet. Ich glaube, ich möchte eine rausgreifen. Oder vielleicht zwei, das sind keine neuen, glaube ich, sondern das Thema, das Statement von der obersten Ebene ist ganz, ganz wichtig. Immer wieder, haben wir jetzt immer wieder gesehen, wenn der OB sagt, Leute, das ist eine wichtige Veranstaltung, dann melden Führungskräfte, Mitarbeiter sich an. Und vielleicht auch nochmal so das als zweiten Punkt hier, die Geschichte, konkrete Ergebnisse überzeugen auch große Skeptiker. Also das heißt, mit diesem KVP-Ergebnis von dem kleinen Workshop, ich glaube, das hat uns schon mal so ein bisschen, ja, vielleicht Vorschusslorbeeren gegeben. Mit dem können wir gut weiterarbeiten. So, hier geht's, das sind die nächsten Schritte, so geht es jetzt weiter, habe ich Ihnen berichtet.
Und da auch nochmal so diese Anmerkung, vielleicht 2020, keine Ahnung, was die Themen sein werden, das ist unser nächster Sprint, wenn man so will, werden wir entscheiden, wenn jetzt die wichtigen Meilensteine da sind. Und zu guter Letzt kommen manchmal Sachen auf der Basis an, das fand ich total klasse. Also ich habe so verschiedene Stellen schon in Heidelberg gesehen, die mit dem Teamboard arbeiten, und dann habe ich plötzlich mal entdeckt, das hängt in der IT, ein Heidelberg-Kurpfälzer Scrum-Kanban-Board, und da muss man jetzt ein bisschen Dialekt können, glaube ich. Also beweglich Aufgabetafel, ich bin ja auch nur zugezogen in der Kurpfalz, also links Backlog, Arbeit, Arbeit, also das muss man tun. Dann machen wir To-Dos, also das wird gerade getan und erledigt, das ist das, was schon gemacht wurde und erledigt ist. Und in diesem Sinne herzlichen Dank für Ihr Interesse, für euer Interesse. Vielen Dank. Damit ist der Auftakt für heute tatsächlich passiert. Und nicht nur Organisationsgelaber, ich muss aber doch nochmal dazwischen kommen. Die Christine und der Roland sind den ganzen Tag noch da. Wir haben jetzt kein eigenes Zeitfenster, um im Plenum Fragen zu beantworten, aber ihr könnt auf die zugreifen und eure Fragen oder Lobeshymnen oder Wutschrei dann immer noch loswerden. Ganz kurz eine Frage an euch, muss ich nochmal umhängen, um euch zu erklären, wer jetzt wo ist, oder könnt ihr das ohne Bild? Wer ist für Bild? Wer kann auch ohne? Gewonnen. Also, es fängt an in jetzt nur mit 10 Minuten die drei parallelen Streams. Gemäß der Abstimmung mit Händen von vorher sind die ähnlich groß. Das heißt, wir müssen ähnlich große Räume zur Verfügung stellen. Heißt konkret, Rechtsstaat mit Professor Hill bleibt hier.